Ist ja gar nicht gewohnt. Na, wir gehen ja jeden Morgen mit ihm, ne? Zu Hause. Ja, hier auch. Gehen wir auch jeden Morgen ja, einmal. Nur eine kleine Runde. Komm, Smurfy. Hier lang. Ach, Etty. Er ist völlig außer Rand und Band. Komm jetzt. Ja. Geht schon. Smurfy, komm jetzt. Ich kann nicht glauben, dass wir zu dritt weitergehen. Zu viert. Zu viert. Ist noch richtig schön kühl. Wir haben kurz vor 8, ne? Die Sonne hat schon Kraft. Wir brauchen jetzt keine Mütze oder so für die Morde. Ist ja. Doch, ich würde eine Mütze, wenn wir da in der Sonne laufen, würde ich ja jetzt aufsetzen. Weil wir ja nicht nur 5 Minuten. Wir planen ja einen großen. 7-Stunden-Lauf. Einen Marathon mit. Stundenlang in der Sonne laufen. Nein. Guten Morgen. Wir haben gedacht, heute zeigen wir euch mal ein bisschen hier die Landschaft. Das ist nämlich wunderschön, wenn man hier spazieren geht. Aber es war immer so warm, dass wir es nicht geschafft haben. Und wenn wir morgens mal so richtig Zeit hatten, dann war Bernd weg oder wir mussten beide weg oder so. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir das heute. Wir gehen jetzt einen schönen Spaziergang. Calvino darf ausschlafen, weil für den, also der macht das auch, aber der schläft jetzt lieber aus, sagen wir so. Und dann hat Bernd gerade gesagt, hier in dem Dorf ist jetzt gleich Markt von 8 bis 10 Uhr, so ein kleiner Bauernmarkt. Da wir jetzt kurz vor 8 haben, haben wir gesagt, gehen wir dann auf dem Rückweg oder wie auch immer da vorbei und schauen mal, was die haben. Da war ich selber nämlich auch noch nie, weil Bernd ist ja der Einkäufer, da gehen wir heute wieder einkaufen. Smurfy, komm doch mal da raus. Da ist extra abgesperrt. Genau, so, hier ist jetzt unsere Pension von außen. Oh, Etty, du bist echt. Da ist extra abgesperrt. Da ist bestimmt, ich weiß auch nicht, irgend so ein Gift, da, weil da ist alles abgestorben. Seht ihr das? Komm. Hier ist ein Plumpsklo. Das ist jetzt so ziemlich, also ist das letzte Haus. So, ich war noch nie weiter, dass da wieder Häuser kommen. Da ist jetzt einfach nur Wald und Gegend kommt da. Und hier seht ihr so ein ja, typisch ungarischen kleinen Garten. Die haben Kohlrabi gepflanzt und Paprika, Tomaten, alles mögliche, Möhrchen, Zwiebeln. Und so stellen wir uns das auch vor später. Oder Daddy Gong? Hört mich nicht. So stellen wir uns das auch vor, hier so ein Garten später, ne? Daddy? Daddy hört nicht. Dann ist egal. Da hinten sind, glaube ich, Kartoffeln das größte Stück. Und hier hört man wieder nichts außer Natur. Da sind die Hühner. Ja, genau. Dasselbe habe ich dich gerade 5-mal gefragt, aber du hast mich nicht gehört. Ja. Ja, ich war über die Mütze und ich war nicht da. Ja. Schläft die schon, oder? Die ist am Einnicken jetzt. Okay, sie sagt, sie hat aber Sonne im Nacken, Daddy Gong. Ja, ich bin ja dabei, wenn sie gleich ganz eingeschlafen ist. Kümmer dich mal um deine Tochter. Kümmer mich um mich alle immer. Wie sie aussieht. Hi, Dr. Schnuggles. Guten Morgen. Hi, ist sie gut geschlafen? Meinst du, das reicht sowas? Für uns? Nein, das reicht nicht für uns. Paprika? Ich glaube, das ist Kartoffel links. Stimmt, warum? Ne? Das sind Kartoffeln. Das Kartoffelfeld wird vielleicht für uns reichen, aber das vorne ist ja für Spaß haben. Aber wir brauchen ja viel mehr. Wir wollen ja viel Selbstverteidigung machen, wollte ich sagen. Man muss ja mal gucken, dass man das so lange haltbar machen kann. Ne? Das machen bringt wir. Bringt ja nichts, wenn wir das fünffache haben und hinterher das fünffache einkochen, dass es schmeckt. Du bist so klug. Ne? Du bist so klug. Ja klar, müssen wir erstmal rumprobieren, was uns schmeckt dann zum einen machen. Tomaten würde ich auch extrem viele machen. Ja, ich auch. Da also können wir Ketchup vielleicht draus machen oder einkochen. Genau, Bernd möchte gerne eine Außenküche machen und er kocht ja sowieso gerne oder wir beide, aber Bernd noch mehr und er probiert gerne aus und deswegen würde er gerne auch sowas wie Tomatenketchup und so dann ausprobieren, was sich preislich zwar nicht lohnt, aber wahrscheinlich aber viel geiler warum schmeckt. Preislich nicht lohnt, wenn wir eigene Tomaten und alles haben. Ja, das stimmt, das ist viel geiler. Passierte Tomaten nur einkochen, für Soße halt so. Passierte Tomaten einfach. Ja. In Gläsern dann pasteurisieren. Was auch nicht, wenn es in den Block geht, da kommt ein bisschen noch schlecht raus. Das ist sein Bach hier, sein Tümpel, da geht er gerne rein. Vielleicht ist ja der Storch wieder da. Ja, der Fuchs. Oder der Fuchs. Smurfy?
Murphy. Das ist egal, ich kann die Leine ja hier so drüber machen. Ja, der geht halt ungern her. Ja, dann, er kann ja auch gerne zurückkommen. Er musste da nicht lang. Wenn ich gesagt hätte, geh da lang, wäre er da niemals lang gegangen. Huch, wow, Stufe. Fast Genick gebrochen. Jetzt hängt die Leine. Fängt ja gut an hier, unser Spaziergang. Ach, Etty. Jetzt, wenn du mich nicht hättest, Etty, wärst du da verfangen. Komm mal raus aus dem Zeckengebiet, Smurfy. Komm hier. Ist der Storchi wieder da? Der frühstückt da gern auf der großen Wiese. Smurfy, komm mal hier jetzt. Ey, Etty. Komm. Hier konnten wir auch schon mal reingehen, ne? Spazieren. Da ist jetzt weg. Und letztes Jahr stand hier so ein Bauwagen mit Bienen. Da waren ganz viele Bienenstöcke dran. Da sind wir hier gar nicht lang gegangen, ne? Einmal nur. Aber das hat so gesummt. Ich hatte richtig Respekt davor. Ja, das ist jetzt wieder mit der langen Leine. Hier durch das Gestrüpp rasieren wir hier den. Kühe sind ja auch oft auf der Wiese. Da ist auch so ein Brunnen. Dann können die da Wasser haben. Danke, Etty, dass du den Weg gehst. Ja, und hier seht ihr auf dem Weg, sind Dachziegel untergearbeitet. Also, wir haben ja unser Dach auch decken lassen hier in Ungarn und die gebrauchten Dachziegel, die noch gut sind, wurden gestapelt bei uns am Schuppen. Und wenn wir die nicht mehr brauchen, dann können wir die hier immer noch verschenken. Sowas wird hier noch benutzt. Und ihr könnt euch sicher sein, die hier liegen, die sind bis zum Maximum weitergegeben worden. Wenn die kaputt waren, dann werden die sogar hier noch so verarbeitet. Ne, Smurf the Girl. Genau. Hier sind auch Walnussbäume zwischen. Ja, ein bisschen wurde hier gerodet. Ich schätze mal, dass hier vom Sturm oder sowas abgekippt ist. Aber wir haben ja auch schon Walnüsse gesammelt. Da halt war ich noch am Nudeln auf dem Boot. War ja auch kalt vielleicht, ne? Kann ich hier. Kleine Mausi. Ich mach ihr das. Oh, Bremse. Die musst du töten, die ist immer noch irgendwo. Wo? Ich muss stillhalten. Bei mir irgendwo, danke. Die war doch bei dir. Ich mach den. Ich will nicht warten. Nein. Dann hau sie kaputt. Hau mich kaputt, ist egal. Hör auf. Und ich warten, bis sie sich setzen und dann draufklatschen. Du bist doof. Ja, wirklich, so mache ich das immer. Smurfy, komm. Ich dachte, da ist gestern der Fuchs reingegangen. Ja. Bei mir ist die irgendwo. Guck mal bitte. Nein. 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 Ich sehe sie nicht. Murphy, er sammelt sich noch Zecken. Nee, das stimmt. Toi, toi, toi. Jetzt kommt gleich so ein riesen Zeckenvieh. Spatzengroß. Was hast du? In Bewegung zu halten, dass sie weiterfliegt. Schön der Wald ist, ne? Da ist ein Häuschen da oben, ne? Das wäre auch was für uns. In den Heidi-Bergen hier. Komm, Smurfy. Du hörst den Hund, ne?
Hier ist auch ganz viel Wild. Was ist hier für ein Wild? Was ist hier für ein Wild? Hase, Hirsch, Wildschwein, Fuchs. Ja, Wildschweine, da muss man echt aufpassen, ne? Keine Ahnung. Letztes Jahr im Sommer, als wir in den Weinbergen waren, da hieß es auch, Achtung Wildschweine. Ja, wir sind ja weggerannt, ne? Deswegen lasse ich ihn auch hier nicht tief reinlaufen. Nee. Frei lassen wir den ja sowieso nie laufen. Aber hier schon mal gar nicht. Weil hier, der wird rennen, ne? Der wäre sofort hier im Wald. Ich weiß nicht, ob... So dieser blaue Schimmer da oben. Siehst du das für ein Teilchen da? Ach so, ja, auf der Wiese. Mhm. Herrlich. Ja, nicht Teilchen, aber... Oh, wie viel das ist, wenn man so guckt, ne? So ein blauer Pflaum. Ja. Wie sind das hier? Was ist das für eine Blumenblume? Das hier, die? Das Kornblumen, Korn, oder? Ja. Die gehen gleich noch auf, glaube ich, wenn die in der Mitte schwarz sind. Ne, sind sie nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht schreibt das jemand in die Kommentare. Ja, schöne Blumen. Genau. Ja, nochmal welche, kannst du mal nochmal. Wo? Welche. Die sehen sich bestimmt selber hier aus, die Blumen. Die leuchten richtig blau, ja, ne? Ja, die ganze Wiese da oben, ja, voll. Smurfy, lauf doch nicht einfach weg von uns. Noch mehr wäre, dann wäre es ein richtig blaues Meer. Ja. Machen wir uns bei uns auf dem Grundstück so eine Saatenmischung, wie du auch am Laden gemacht hast. Was denn, ne? Alle möglichen Blumen. Da habe ich ja noch eine Bombe von. Ja. Nur Eicheln hier. Ach, die Bäume. Mhm. Ganz schön viele. Ein Eichelwald. Ja, ist das schön. Ich habe voll mal gerne Eicheln gesammelt. Ja, Bernd sagt gerade, wenn wir hier mit dem Kinderwagen langlaufen müssten. Oder doch, ja doch, dieses Rütteln mögen die ja eigentlich, die Kinder, ne? Ja, hier, rütteln. Ich habe Angst, dass er rauskippt. Das ist schon praktisch, das Tragetuch, ne? Also den Kinderwagen, den haben wir zwar ein paar Mal benutzt. Und der ist praktisch, wenn man jetzt zum Beispiel shoppen geht in eine Stadt, da kann man da alles reinhängen, dranhängen, legen. Aber für sowas hier... Ist das Tragetuch 1A. Die Hängung. Wenn wir so einen Zeitraffer sehen könnten. Ja. Von Wurzel. Ja. Ansatz halt vom Baum bis zum, ne? Oder wie hier früher die Menschen ihr Zelt geschlagen haben und die letzten 1000 Jahre. Lagerfeuer. Oder? Ja, mit ihre Pferde hier standen und genächtigt haben, getanzt, gesungen, getötet haben, gekämpft haben, verwundet waren. Ja, das würde ich auch gerne sehen, so ein Zeitraffer-Video. Würdest du lieber die letzten 1000 Jahre sehen oder die nächsten 1000 Jahre? Nee, die letzten. Ich will gar nicht wissen. Ich auch nicht. Ich habe Schleim am Bein von der Leine. In 1000 Jahren ist hier vielleicht auch eine Stadt oder so, oder abgerodet, weil das Holz gebraucht wird, man weiß es nicht. Ja, manchmal ist es besser, wenn man nicht weiß, was passiert. Ich würde auch die letzten 1000 Jahre, obwohl ich schon die letzten 300 Jahre, das sind ja die meisten Fortschritte passiert in den letzten 300 Jahren, oder? Also jetzt so die 700 Jahre davor. Die letzten 100 Jahre. Ja. Letzten 100. 150 Jahre. Ja. Es ist so unglaublich. Vor 50 Jahren gab es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen. Ja. Ja, wenn die einmal den Trick raus hatten mit den Erfindungen, so, also dann... Wir haben ja erstmal damals die Schrift vor ein paar hundert Jahren, ne? Ja. Vor ein paar tausend Jahren. Halt, wo sie auch anfingen zu schreiben. Das war der größte Sprung, weil da konnten sie Wissen wirklich speichern. Da ist ja nicht mit ins Grab genommen worden, ne? Ja. Hat damals keine Kinder gehabt, alle gestorben halt, warum auch immer, hast dein Wissen mitgenommen, ne? Verschwunden. Und so konntest du halt alles aufschreiben, das war erstmal der erste wirkliche Quantensprung. Ja, und dann halt irgendwann mal die Dampfmaschine war halt ein großer Sprung. Was noch? Die Elektrizität.
Wobei der größte Sprung war wirklich so, ne, nach vorne gebracht war, glaube ich, die Schrift, wo sie alles Wissen aufschreiben konnten. Ja, Lehrbücher, ne? Du konntest ein Buch einfach über, was weiß ich, damalige Medizin lesen. Ja, Sache, wo sie alles lesen. Wissen, ja. Alles so, Brot backen, bauen, ja. Statik. Was meinst du, wenn die alten Ägypter das so wirklich weitergeführt, ist ja irgendwo mal verloren, wenn das Wissen konnte ja keiner mehr lesen dann. Da gibt ja so Archäologen, also die ja, da diese die Zeichen. Ja. Das ging aber im Laufe der Zeit verloren, deswegen haben sie nicht weiterentwickelt, sondern sind irgendwo stehen geblieben. Die gibt es mal eine Hochkultur und jetzt, ne, ist halt, ne, ein echt armes Land. War mal die fortschrittlichste. Da muss man eben den Bus anhören. Ja, ich merke schon. Few hours later. Bernd hat gestern einen Fuchs mit dem Eti hier gesehen. Der war größer als der Smurfy. Und der Fuchs, der hat gesagt, leck mich, und ist einfach weggegangen. Hat ihn gar nicht gejuckt. So. Und vor ein paar Tagen haben wir hier einen Elch. Ich nenne keinen Elch, ein Hirsch. Solche gibt's hier nicht. Ein Hirsch halt Röhrensinn, der ist dann voller Panik weggerannt. Da hat selbst der Calvino einen Satz gemacht. Oh, laut, ey, meine Güte. Unser Spaziergang ist jetzt zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen was hier zu sehen von der ungarischen Landschaft. Den Markt, wenn ich da filmen kann, das weiß ich noch nicht, weil ich da selber noch nicht war, filme ich das aber dann im Vlog. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis heute Abend beim Vlog. Ciao!